Ja, wie man sieht, heute doch nochmal ein sommerlicher Septembertag. Wir sind ganz schön mit Spitzen gekommen beim Aufbauen von unserer neuen Ausrüstung. Und VD hat sich als unser Hauptsponsor ganz schön für uns eingesetzt und ja, uns jede Menge hochkarätiges Zeug zur Verfügung gestellt. Also unter anderem dieses große Basecamp-Zelt für unsere Mannschaft, wo halt auch bei Sturm und Schnee unsere Mannschaft dann halbwegs trocken und warm übernachten kann. Was ja gerade heute auch nicht selbstverständlich ist für viele Leute, die Träger sich selbst überlassen. Das finden wir auf jeden Fall eine sehr große Geste. Wir haben zwei von den kleineren Zelten bekommen, die absolut High-End-Produkte sind, super sturmstabil und auch relativ groß, sodass wir mit unseren beiden Kisten darin zu zweit auf jeden Fall auch genügend Platz haben, um ja, zu arbeiten, um den Film nachzuarbeiten oder für mich, um meine Notizen und Arbeiten in der Karte vorzunehmen. Naja, wir haben dann Schlafsäcke gekriegt, alles aus dieser Argon High-End-Linie. Absolute Top-Produkte, Rucksäcke, Softshells, Hardshells, eigentlich wirklich alles, was wir da gebrauchen können. Da müssen wir uns ganz stark bedanken, da sind wir echt stolz drauf, dass das so geklappt hat und auch so einen Anfang gefunden hat. Ja, dieses Zelt ist groß genug, denke ich, für eine Mannschaft und um drin zu kochen, also es wird ja auch ganz besonderen Flair haben, wenn wir dann abends in den Hochlagern sitzen und hier drin bollert der Ofen und die Friends sind am Kochen. Und ja, wir haben das Zeug jetzt mittlerweile mal ausgiebig angeschaut und sind der festen Überzeugung, dass das nicht nur was taugt, sondern dass das wirklich Spitzenklasse ist und dass wir damit ja, die nächsten 3 Monate im Himalaya auf jeden Fall überstehen und auch gut überstehen werden. Ja, in 2 Wochen geht's los und wir sind heiß drauf.